Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir echt schwere Fußfesseln, wahrscheinlich aus England. Also ich habe sie in England gekauft. Ich muss dazu sagen, sie sind unmarkiert. Also es steht nichts drauf. Auf Hyatt-Fußfesseln steht meistens etwas. Ich habe noch nicht so intensiv recherchiert. Also wer was weiß, bitte in die Kommentare schreiben. Fangen natürlich erstmal mit der Grundform an. Wir haben also hier schön geschmiedet diesen wunderbaren Ring, der natürlich hier den Hauptteil der Fußfessel bildet. Der verjüngt sich hier etwas und dort, wo die Öse für die Kette sitzt, verbreitert sich das Ganze wieder auf beiden Seiten und verjüngt sich dann sofort wieder, um hier hinten weiter verjüngend auszulaufen. Das Ganze ist hier richtig schön abgerundet und natürlich auch schon recht alt. Das muss man mal so sagen. Wir haben hier am Ende von dem großen Teil dann den Mechanismus für den Scharnier, also hier ein Mittelteil umgelegt und hier dann ebenfalls zweimal die Außenteile umgelegt. Das Ganze hier mit einer Niete vernietet, richtig schön glatt geschliffen. Man sieht die Niete allerdings hier noch etwas. Und dann formt sich hier dieser Rückdeckel dieses eigentlichen Schlosskastens aus. Wir sehen hier am Rückdeckel, dass wir hier so eine Einlochung haben und dort entsprechend eine Bohrung. Dazu kommen wir später. Und daran befestigt dann hier dieses ja etwas konisch zulaufende Rohr, welches, wie gesagt, den Schlossmechanismus beherbergt. Und dieser ist dann hier, ist dieses mit dem Deckel verschlossen. Der ist um einiges größer als das Rohrende. Wurde dann hier aufgesetzt, wahrscheinlich auch verschweißt und hier mit diesen Punkten dann entsprechend auch noch mit dem Rohr befestigt. Also alles typisch Darby. Ja, kommen wir zur Kette. Die Kette ist hier, wie gesagt, in dieser Öse befestigt, hat hier einen verschweißten, sehr schön gearbeiteten Rundring. Also man muss schon ein bisschen genauer hingucken, um zu sehen, dass es hier durchverbunden wurde. Und daran befestigt haben wir dann eine ebenfalls sehr stabile, in sich gedrehte Kette mit 1, 2, 3, 4, 5 Gliedern. Auf der anderen Seite, das schauen wir uns jetzt auch an, sehen wir auch 1, 2, 3, 4, 5 Glieder plus den O-Ring. Und wir haben in der Mitte einen Drehwirbel. Das ist eine Besonderheit. Sieht aus wie ein Drehwirbel, aber es ist kein Drehwirbel. Wenn man sich das hier anschaut, könnte man denken, das war vielleicht irgendwann mal drehbar. Ist es jetzt nicht mehr. Also das ist hier irgendwie so ja, miteinander verbunden, so dass es halt nicht mehr drehbar ist. Und auch hier sehen wir, das ist irgendwie aus einem Stück gefertigt. Also da ist nicht wirklich viel passiert. Hier haben wir natürlich noch, das war wohl mal irgendwo eingespannt in einem Schraubstock oder ähnlichem. Das kann natürlich sein, dass jemand mal versucht hat, hier diesen Drehwirbel zu drehen, was dann missglückt ist, weil er einfach nicht drehbar ist. Also das sieht man, wenn man sich das hier anguckt, ne? Da ist nichts mit drehen. Kann natürlich auch hier von der Herstellung sein, weil hier hinten auch noch ein paar Macken dran sind. Aber schlussendlich weiß man das nicht. Na, das kann natürlich auch sein, dass das hier mal irgendwer selber gebastelt hat und sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat. Aber das wird sicherlich auch schon viele, viele Jahrzehnte her sein. Weiß man alles nicht genau. Dementsprechend schauen wir uns mal den Schlüssel an. Das ist der Schlüssel, der dabei war. Dort haben wir hier in alten Ziffern die 32 eingestanzt. Wie gesagt, leider finden wir die auf den Fußfesseln nicht. Das ist wirklich hier ein klassischer alter Schlüssel. Der ist hier gedreht vom Schlüsselhals her, hier mit so einer kleinen Kerbe drin. Und hier haben wir dann den eigentlichen Funktionsteil, also diese Röhre, die innen drin natürlich hier ausgebohrt ist. Und da drin ist dann ein Innengewinde. Das Ganze funktioniert so. Dieser Schlüssel wird hier durch das Loch gesteckt. Entschuldigung. Und in diesem Schlosskasten ist ein Bolzen. Dieser Bolzen hat dann, man sieht das hier ein bisschen vielleicht, also ich sehe es, ich weiß nicht, ob ihr das seht, den kann man hier aufstecken. So. Ja, man muss ein bisschen zudrücken, weil der Bolzen
nicht ganz so gut geführt ist da drin. Und dann merkt man, wie man den Schlüssel hier aufdrehen kann. Das geht relativ leicht. Und ab einem gewissen Punkt kommt dann dieser Steg vom Schlüssel zum Einsatz und liegt hier auf dieser, auf diesem kleinen Seitenweg auf, dreht sich dann darüber, kommt aber nicht weiter in den Schlosskasten hinein. Und dementsprechend wird quasi dieser Bolzen, der hier drin sitzt, durch jede Bewegung immer ein Stück zurückgezogen. Weil Gewinde zieht natürlich den Bolzen zurück. Und wenn wir dann hier gedreht haben, dann können wir die Fußfesseln wunderbar öffnen. Wir sehen dann hier, typisch für alle anderen Darbys natürlich auch, dass wir hier diesen zugespitzten Teil haben mit dem Loch drin, mit dem eckigen, wo dann der Schließbolzen entsprechend durchführen kann. Und dieser Teil geht natürlich dann hier in diesen in diesen Schlosskasten hinein. Ne, hier jetzt nicht mehr ganz so sauber, ist vielleicht noch ein bisschen auseinandergebogen worden. Wenn man das ein bisschen zusammendrückt, dann geht es richtig gut. Aber ist nicht schlimm, ist ein altes Teil. Und hier sehen wir jetzt Dunkelheit. Wenn wir jetzt diesen Schlüssel rausdrehen, ich versuche das mal hier, weiß nicht, ob man das dann sieht, na, das geht ein bisschen schlecht, wenn die Fußschelle offen ist. Jetzt bin ich mit meinem Finger natürlich im Licht. Also ich drehe es jetzt einfach nur raus. Und dann gucken wir uns das so an, hier im Licht. Und dann sehen wir, wie natürlich dieser Bolzen mit diesem Haken förmlich dann dort drin sitzt. Und dieser Haken ist natürlich dafür da, dass man diese Fußschelle, ne, dieses spitze Teil greift ja zwischen Haken und Deckel, einfach zudrücken kann. Dann geht kurz der Schließbolzen zurück, schnappt wieder zu und die Fußfessel ist auch zu mit einem gewissen Spiel, wenn man so will. Das Ganze haben wir auf der anderen Seite auch. Ihr kennt mich, ich teste im Video immer beide Seiten und freue mich dann irgendwann auch, dass meine Seite nicht funktioniert. Aber hier in dem Falle, das ist das Schöne bei den Darbys. Solange die Gewinde intakt sind, ist das alles super und es funktioniert auch alles wunderbar. Zack, geht sogar schön leicht und zu ist die Fessel. Ja, wie gesagt, Zahlen haben wir leider nicht drauf oder irgendwelche Markierungen. Ich denke fast nicht, dass das Firma Hyatt ist, aber vielleicht ist es ja irgendwas anderes aus England. Wie gesagt, wer eine Idee hat, bitte melden. Genau, bitte melde dich, lief früher im Fernsehen. Und hier haben wir einen Innendurchmesser von 7,7 cm. Und wenn wir hier nochmal quer messen, parallel zum angeschweißten Schäkel, dann kommen wir auf 8,6 bzw. 8,55 cm. Und zu guter Letzt kommen wir noch zum Gewicht dieser Fessel. Und dort haben wir 1005 Gramm. Das ist schon ein gutes Gewicht, was hier wirklich ganz schön spürbar ist. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.